erster Lesung beraten. Es gilt als sicher, dass ab 2017 in unserem Nachbarland Schleswig-Holstein auch die 16- und 17-Jährigen die Zusammensetzung ihres Landtages mitbestimmen dürfen. Meine Damen und Herren, ich will etwas zu den Gründen sagen, warum auch wir in Mecklenburg-Vorpommern das Wahlalter nun senken und den Jugendlichen in unserem Land mehr Mitspracherechte einräumen sollten. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil der Landtag im Jahre 2006 die Verlängerung der Wahlperiode von 4 auf 5 Jahre beschlossen hat, muss der Landtag endlich auch zur Kenntnis nehmen, dass zu jeder Landtagswahl rund 12.000 Jugendliche bereits 22 Jahre alt sind, wenn sie das erste Mal wählen dürfen. Ich wiederhole, es ist ein ganzer Jahrgang, der bereits 22 Jahre ist, wenn er das erste Mal an die Urne schreitet. Einige unter Ihnen trifft es ganz hart, denn sie sind fast 23 Jahre alt. Ich finde das enorm hoch und ich finde, das ist ein richtiger Rückschluss, das auch mal ins Auge zu fassen. Momentan sind die Erstwähler in Mecklenburg-Vorpommern also 20,5 Jahre alt. Durch die Absenkung des Wahlalters auf 16 würde das durchschnittliche Alter der Erstwähler immerhin auf 18,5 Jahre sinken. Ich halte das für absolut angemessen. Nächster Grund, warum das Wahlalter gesenkt werden sollte. Die nachfolgenden Generationen sind von den Fragen der politischen Zukunftsgestaltung häufig am stärksten betroffen. Es ist daher sinnvoll, junge Menschen so früh wie möglich an den Entscheidungen, die sie betreffen, teilhaben zu lassen. So hat die Landespolitik mit einem ihrer Schwerpunkte im Bildungsbereich direkte Auswirkungen auf die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern. Ausgerechnet diese Gruppe nicht an den Entscheidungen zu beteiligen, die sie betreffen, erscheint uns Grünen nicht mehr zeitgemäß. Zudem braucht die stetige Alterung der Bevölkerung ein aktives Gegengewicht in den politischen Entscheidungsprozessen. Meine Damen und Herren, für eine ausgewogene Politik braucht es eine ausgewogene Beteiligung aller Generationen. Lassen Sie mich noch einen weiteren Grund darlegen, warum wir das Wahlalter senken sollten. Die Absenkung des Wahlalters ist deshalb überfällig, weil den Jugendlichen in anderen gesellschaftlichen Bereichen schon viel früher Rechte eingeräumt, aber auch Pflichten auferlegt werden. Mit 14 Jahren dürfen Jugendliche einer Partei beitreten, aber erst 4 Jahre später dürfen sie erstmals an einer Wahl teilnehmen. Ich halte das für unsinnig und widersinnig. Zudem dürfen Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr ihre Religionszugehörigkeit, aber nicht ihre Landesregierung frei bestimmen. Mit 16 Jahren dürfen Jugendliche heiraten, mit 17 dürfen sie sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr verpflichten. Und dank der schwarz-gelben Bundesregierung darf gegen 14-Jährige bereits ein Warnschussarrest verhängt werden. Dafür sind sie scheinbar alt genug. Aber das Recht zur Wahl hält man den Jugendlichen weiterhin vor. Meine Damen und Herren, unser Landeswahlrecht hinkt der Rechts- und Lebenswirklichkeit der Jugendlichen weit hinterher. Lassen Sie uns das in den kommenden Wochen gemeinsam ändern. Und noch ein Grund. Im Jahre 1999 wurde in Mecklenburg-Vorpommern die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht bei Kommunalwahlen von 18 auf 16 Jahre gesenkt. Wir haben das damals auch schon sehr begrüßt. Ziel der Änderung war, ich zitiere aus dem damaligen Gesetzentwurf, jüngere Bürger verstärkt an kommunalen Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen und damit gleichzeitig besser dem Grundsatz der allgemeinen Wahl Rechnung tragen zu können. Zitat Ende. Die Wahlberechtigung zu Landtagswahlen blieb damals hingegen unangetastet, sodass es jetzt zu dieser Asynchronität kommt. Eine Begründung für diese Differenzierung blieb der damals in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf schuldig. Und das ist jetzt keine triviale Angelegenheit. Der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl darf nur aus guten Gründen eingeschränkt werden. Die Jugendsozialisations- und Entwicklungsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass ein solcher Grund für 16- und 17-jährige Jugendliche mittlerweile nicht mehr gegeben ist, da sie aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung regelmäßig dazu in der Lage sind, zu beurteilen, welche Bedeutungen Wahlentscheidungen haben. Die Selbstständigkeit Jugendlicher hat durch veränderte Bedingungen des Aufwachsens stetig zugenommen. Ich will der Diskussion in den Ausschüssen nicht vorweggreifen, aber hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Die Einschränkung des Grundsatzes der Allgemeinheit der Wahl müssen Sie, liebe CDU, Sie hatten sich dazu in der Presse bereits CDU-Fraktion, müssen Sie für aktives und passives Wahlrecht getrennt betrachten. Unzulässig ist dagegen die Begründung der einen Einschränkung auf die andere zu übertragen. Ich will das mal in einem einfachen Frage-Antwort-Spiel verdeutlichen. Kann das aktive Wahlrecht weiterhin eine Einschränkung mit dem Wahlalter 18 erfahren?
Ja, nein, es kann nicht, weil die Jugendlichen fähig sind zu wählen. Kann das passive Wahlrecht dagegen weiterhin eine Einschränkung mit Wahlalter 18 erfahren? Ja, es kann, weil Voraussetzungen der Geschäftsfähigkeit zur Ausübung von Mandaten vorliegen müssen. Kann die eine Begründung zur Einschränkung des aktiven Wahlrechts zur Begründung der Einschränkung des passiven Wahlrechts herangezogen werden? Nein, kann sie nicht, weil sie nicht einschlägig ist und daher wäre das unzulässig. Und wie ich zu Beginn schon ausgeführt habe, gibt es auch keine Wahlrechtstradition in Deutschland, die aktives und passives Wahlrecht aneinander koppelt. Ich habe es ja erklärt, vor 1970 und auch danach war es einfach so, dass das aktive Wahlrecht mit 18 begann und das passive Wahlrecht mit 21 oder mit 25. Und im Übrigen wäre eine solche Wahlrechtstradition der Kopplung, selbst wenn es sie gäbe, kein hinreichender Grund für die Einschränkung des jeweils anderen Wahlrechts. Und kommen wir, also wir werden sicherlich noch einige Gegenargumente finden, da komme ich dann auf meinem zweiten Redebeitrag, gehe ich darauf ein. Eins möchte ich aber vorwegnehmen. Ich höre immer wieder, die Grünen setzen sich nur für das Wahlrecht mit 16 ein, weil sie selbst in dieser Wählergruppe gute Ergebnisse erzielen. Dass die Grünen überdurchschnittlich gute Ergebnisse bei Jugendlichen erzielen, ist tatsächlich so, das kann ich nicht leugnen und ich schäme mich auch nicht dafür. Das Argument ist aber stumpf, denn es ist andersherum ebenso verwendbar. Schließlich wäre es ja so ziemlich genauso politisch verwerflich, wenn bestimmte Parteien bloß das Wahlrecht mit 16 verhindern wollten, weil sie in dieser Wählergruppe schlecht abschneiden. Sich also einen Vorteil aus dem Wahlrecht erst mit 18 errechnen. Dieses Pseudo-Argument ist sowohl gegenüber den einen als auch den anderen Parteien einsetzbar und daher nutzlos. Ich kann dazu nur sagen, der Wettbewerb ist offen und keine Partei hat eine Wählergruppe für sich gepachtet. Meine Damen und Herren, eine ganze Reihe von Argumenten habe ich hier aufgezählt. Ich würde mich freuen, wenn wir die Diskussionen und Abwägungen in den Ausschüssen weiter vertiefen könnten. Deswegen beantrage ich für meine Fraktion die Überweisung und, meine Damen und Herren, beantrage ich für meine Fraktion die Überweisung in den Rechts- und Europaausschuss. Meine Damen und Herren, wagen wir mehr Demokratie in unserem Land. Die Zeit ist dafür mal wieder reif. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort zur Einbringung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke hat der Abgeordnete Ritter.